Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr freut euch. Dieses Mal gibt es etwas für die Schulanfänger oder auch für die Kinder, die in der ersten bis zur vierten Klasse sind, also in der Grundschule. Ich habe einen richtig coolen Schulranzen bekommen von GMT Bags. Und zwar den neuen Schulranzen Wall. Der ist noch neu. Ihr wisst, Lina trägt von Anfang an seit der ersten Klasse die Schulranzen von GMT und ist mega zufrieden. Und jetzt haben die ein neues rausgebracht, das ich euch heute vorstellen darf. Ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Und zwar ist das einmal dieses Regenbogen-Einhorn-GMT-Wall-Set. Das ist sechsteilig und ich würde erstmal erzählen, was dabei ist und dann gehen wir auf die Einzelheiten. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit den Sachen, die mit bei sind. Und zwar ist es ja ein sechsteiliges Set. Das heißt, ihr habt einmal Patches. Einmal habt ihr hier vorne eins, das ist jetzt ein Regenbogen. Dann habt ihr hier an der Seite eins, das ist so ein Schloss, richtig schön, zeige ich euch natürlich auch vom Namen. Und dann habt ihr noch so eine kleine Tasche, die die Kinder hier dran machen können oder auch in der Tasche lassen können im Schulranzen. Da zeige ich euch jetzt auch, welche mit bei sind. Und zwar habt ihr einmal Pretty Unicorn, richtig schön, das glitzert auch richtig, richtig schön. Dann habt ihr einmal eins mit Glitzy Magic, dann einmal Your Future. Und richtig süß, ein Einhorn und das ist auch richtig glitzerig. Das glitzert alles so schön. Genau, da haben die Kinder insgesamt 6 Stück, weil die ja ne, jeweils 2 brauchen, haben die dann sozusagen 3 verschiedene für jede Seite. Da können die sich ausgiebig mit euch beraten und sagen, was sie dran haben wollen oder es halt alleine wechseln. Hier einmal diese Sporttasche dabei und wisst ihr, was ich richtig cool finde? Ihr habt hier eine Seitentasche. Und könnt dort zum Beispiel, keine Ahnung, im Sommer tragen die Kinder ja meistens keine Socken, aber im Sportunterricht brauchen sie dann Sneakersocken für die Schuhe. Da könnt ihr zum Beispiel Socken reintun oder Haargummis oder Hard-Ails. Also einiges könnt ihr reinpacken. Lina hat ja auch schon ein GMT-Bag, habe ich euch ja erzählt. Und da war auch sowas drin, also so ein Sportbeutel, das benutzt sie bis heute. Und das ist richtig robust, genau wie der Schulranzen auch. Also wir sind extrem zufrieden, auch weil es eben robust ist und bis jetzt noch nie was passiert ist. Sie benutzt es jetzt seit 2 Jahren und wir sind extrem zufrieden. Dann mit in dem Set ist so ein Schlampermäppchen und das ist so schön. Ihr habt hier Paletten, die ihr umswitchen könnt. Wenn die Kinder sagen, so, ich will die Farbe gerade nicht, dann können die das umswitchen. Wir benutzen den Schlampermäppchen tatsächlich auch als Schlampermäppchen. Und zwar haben wir dann hier eine Schere drin, einen Prittstift, also Kleber, Deckfarbe oder sonst irgendwas. Dann hat Lina hier ihre, sag mal schnell, Textmarker drin. Und hier könnt ihr Kleinigkeiten hin tun, keine Ahnung. Richtig schön. Das lässt sie aber meistens auch in der Schulranzen, aber natürlich auch in den Schulranzen rein, weil der Schulranzen hat ein Fassungsvermögen von 23 Liter. Ja, ihr habt richtig gehört, 23 Liter. Dann habt ihr ein Mäppchen. Wieder dasselbe Schema, wieder mit Paletten. Könnt ihr umdrehen, wie ihr wollt. Richtig, richtig wollt. Ich liebe es, ich liebe es. Und ihr wisst ja, ne, ich würde jetzt auch nicht dafür werben, wenn ich unzufrieden wäre. Lina benutzt den Schulranzen, seitdem sie in die erste Klasse geht und ist mega zufrieden. Und wir kriegen auch sehr viele Komplimente. Und ich muss dazu sagen, dass auch sehr viele Freunde von mir den GMT-Schulranzen nachgekauft haben, weil die eben gesehen haben, wie günstig der ist. Das ist mit bei. Ihr habt Buntstifte, Radiergummi, Lineal und nochmal extra einen Stundenplan, damit die Kinder auch wissen, was sie für ein Fach haben und wann. Dann ganz wichtig, habt ihr auch eine Tasche mit einem Regenverdeck drin. Das macht ihr dann um den Schulranzen drum und habt dann ein Regenverdeck, wenn es regnet. Finde ich auch richtig cool und sehr brauchbar. Vor allem, wenn die Kinder dann, also bei Lina ist es so, die geht dann auf den Schulhof, wenn sie dann morgens ankommt und wartet ja dann draußen auf die Lehrerin. Und wenn es dann regnet, können die das drüber stulpen und der Schulranzen wird nicht dreckig. Ne? Gott sei Dank ist der Schulranzen ja auch schimmelresistent. Das heißt, der schimmelt auch nicht, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Und ja, aber trotzdem darf man, also besser gesagt, sollte das dabei sein. Und das war ja auch schon bei dem ersten Schulranzen, den Lina von GMT hat, mit dabei. Dann würde ich euch den Schulranzen gerne mal von außen vorstellen. Also, ihr, eure Kinder sind auf jeden Fall mit Reflektoren gut dabei. Ihr habt hier einen Reflektor, dann habt ihr hier an der Seite einmal einen Strich plus nochmal die Sterne. Dann habt ihr hier hinten ganz viele kleine Reflektoren. Einmal hier, dann da, dann hier, hier. Also richtig gut gemacht. Also eure Kinder werden auf jeden Fall im Winter, im Dunkeln, morgens gesehen.
Finde ich richtig gut von GMT, dass sie daran gedacht haben. Ich meine, der erste Schulranz hat das auch und der auch wieder. Deswegen kann ich da nichts aussetzen. Dann habt ihr hier einen Verschluss, den müsst ihr drehen. Der ist magnetisch. Und wisst ihr, was cool ist? Sagen wir, die Kinder haben das jetzt aufgemacht, holen raus, was sie brauchen. Und wenn die das zumachen, so, geht der von alleine wieder zu. Seht ihr das? Also ihr müsst den nicht extra wieder zuschrauben. Das war's schon. Ich finde den mega gut. So, jetzt erkläre ich euch, was Lina so in einen Schulranzen packt, der 23 Liter beinhalten kann. Und zwar habt ihr hier unten einen tollen Fach. Hier wird natürlich auch eine kleine Brotdose reinpassen, aber Lina tut hier gerne immer ihre Snackbrotdose rein. Das heißt, sie hat immer eine Snackbrotdose dabei zu der normalen Brotdose, wo sie dann, keine Ahnung, nochmal Knabberzeugs drin hat oder Puff, Maisstangen oder sonst was, wenn sie dann ne, noch ein bisschen mehr Sättigungsgefühl braucht. Das tut sie dann gerne da rein. Und das Innere finde ich ja auch richtig krass. Da passen einfach 23 Liter rein, Leute. Das reicht von vorne bis hinten richtig gut. Und ihr habt dann nochmal hier ein Fach. Ich zeige euch das natürlich gleich nochmal vom Namen. Ihr habt hier ein Fach und hier. Also da passt eine Menge rein. Ich finde das Design von innen auch wunderschön. Ihr habt nochmal hier oben einen Stundenplan, wo die Kinder nochmal die Stunden aufschreiben können. Also der Schulranzen ist extrem robust. Ich zeige euch jetzt auch nochmal die kleinen Details. Ich blende euch das jetzt mal ein und dann seht ihr, was ich meine. Fangen wir mal mit den Seitentaschen an. Ich zeige euch mal die Seitentaschen. Und zwar habt ihr von außen an der Seite Platz für den Regenschirm oder auch für das Trinken. Das habt ihr auf beiden Seiten. Das heißt, die Kinder können da wirklich einiges reinpacken. So, dann habt ihr natürlich noch Seitenfächer, wo die Kinder was reinpacken können und dann zumachen. Und ihr seht das, ne? Das ist wirklich, also da ist eine Menge Stauraum. Und ich finde das super, super gut, weil den Regenschirm zum Beispiel braucht man ja auch nicht immer. So, sind wir mal ehrlich. Dann könnte man das aber in diesem Stauraum eben verstecken und das stört ja keinen. Wisst ihr, wie ich meine? Das muss jetzt nicht unbedingt hier zu sehen sein, wie die Trinkflasche, damit das Kind ans Trinken denkt, sondern das könnt ihr hier reintun und das Kind freut sich dann, wenn es einen Regenschirm dabei hat. Also, ich kann nur gut über diesen Schulranzen reden. Kommen wir zu dem 8-Punkt-Stützsystem für die Wirbelsäule. Ihr habt hier 8 Stützpunkte. Einmal hier 2, dann habt ihr hier 2, hier 1, hier an den Seiten 2 und jeweils in der Mitte 1. Das ist super für die Wirbelsäule. Und das Coole ist, ihr habt hier drin eine Aluminiumleiste, die versteckt ist. Somit verteilt sich das Gewicht gut auf die Wirbelsäule und das Kind hat keine Probleme. Und zwar ist das diese Stange hier. Ne? Die ist natürlich mit drin. Das stört das Kind auch nicht. Das merkt das Kind auch nicht. Das ist halt sehr, sehr wichtig, damit die Last gut auf dem Kinderrücken verteilt ist und das Kind halt nicht leidet und nicht mit Rückenschmerzen nach Hause kommt. Ihr habt hier ein einteilig geformtes Rückenteil, was sich auch dem Körper des Kindes anpasst. Für mich ist das sehr, sehr wichtig gewesen. Deswegen liebe ich auch die Schulranzen von GMT. Das Meshrückensystem hält übrigens den Rücken vom Kind trocken und atmungsaktiv. Auch sehr, sehr wichtig und sollte man auch nicht missen bei einem Schulranzen, finde ich. Vor allem nicht im Sommer. Für mich ist halt auch wichtig, dieses 8-Punkte-Stützsystem fördert halt, dass die Kinder gerade laufen. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht so, oh Mama, ich habe Rückenschmerzen, ich will nicht mehr, sondern dass die wirklich so gerade laufen und dass die Last trotzdem gut verteilt ist und das Kind nicht mit Rückenschmerzen nach Hause kommt. Oder wenn man das Kind dann mal eben abholt, dass das Kind sagt, oh Mama, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Mein Rücken tut weh, das ist zu schwer für mich. Wisst ihr, wie ich meine? Der Schulranzen wiegt übrigens 1260 Gramm. Und somit ist der auch gar nicht schwer. In meinen Augen, Lina hat auch schon den Test gemacht. Und meine Mama, der ist total einfach. Und sie ist auch schon total verliebt. In der 3. Klasse darf sie den dann benutzen. Sie hatte ja schon einen von GMT in der 1. und 2. Klasse. Und jetzt dachte sie sich, wenn ich den bekomme, dann will ich den halt auch benutzen. Kann ich auch total verstehen. Und Lia kommt ja auch nächstes Jahr in die Schule dann, 2025. Und kriegt dann auch wieder einen Schulranzen tatsächlich von GMT, weil wir extrem zufrieden sind. Die Schulranzen sind perfekt geeignet für Grundschulkinder von der 1. bis 4. Klasse und mit der Länge von 109 bis 138 cm. Das heißt,
perfekt ist es wirklich für die kleineren Kinder von der 1. bis 4. Klasse. Aber ihr könnt euch auch gerne umschauen auf der Seite von GMT. Auch gerne die Seite abonnieren auf Instagram, weil da seid ihr immer tagesaktuell, auch wenn die mal eine Prozentaktion haben, teilen die das und da könnt ihr dann nochmal richtig zuschlagen. Obwohl ich sagen muss, die Schulranzen sind wirklich günstig von GMT. Aber wenn dann nochmal ein 10, 15, 20% Gutschein dazukommt, ist es natürlich gar nicht mal so schlecht und man kann richtig gut zuschlagen. Ihr habt hier übrigens auch einen umweltfreundlichen Stoff. Es sind 100% Polyester. Es ist ölabweisend und es ist schimmelresistent. Das habe ich euch ja schon erzählt. Es hat auch eine antibakterielle Rate von 99%. Ich glaube, das sagt schon alles. Ihr habt übrigens 30 Tage Rückgaberecht plus ihr habt 4 Jahre Garantie auf den Schulranzen. Finde ich top, kriegt ihr nirgendwo, bin ich euch ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich habe euch eigentlich die wichtigsten Punkte genannt. Falls ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen. Unten in den Kommentaren, aber ich werde euch auch nochmal den Schulranzen unten verlinken. Dieses Modell gibt es natürlich auch in 4 verschiedenen Designs, für Mädels und für die Jungs. Ihr habt 2 Mädchendesigns, natürlich können die Jungs auch die Mädchendesigns benutzen oder die Mädchen-Jungs-Designs, das ist total egal, legitim und banal. Aber damit ich es nochmal anspreche, ihr habt auf jeden Fall einmal diesen Regenbogen-Einhorn-Design. Habt ihr noch das Design Unterwasserzauber, Raumschiff und Urzeithelden. Also ich glaube, damit ist für jeden gesorgt und da kann man nichts mit falsch machen. Ich bin extrem zufrieden und bin froh, dass wir das zugeschickt bekommen haben. Bin froh, dass ich mit denen kooperieren darf, wieder einmal. Es ist mir eine Freude und Ehre, weil ich extrem hinter dem Produkt stehe und mein Kind trägt es halt schon seit 2 Jahren. Ich weiß einfach, was sie für eine Qualität haben. Und deswegen stehe ich zu 1000% hinter den GMT-Bags. Und wie gesagt, falls ihr Fragen habt, gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten habe ich euch alles unten verlinkt. Deren Instagram-Seite, deren Webseite, Webshop. Da könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Und ihr könnt gerne auch mal die Bewertung lesen. Da werdet ihr genau dasselbe lesen, was ich euch jetzt erzählt habe, weil es wirklich, also ich habe wirklich nichts auszusetzen, bin ich euch ganz ehrlich. Ich kann die vom Herzen empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!